Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Heute sprechen wir über den Untergang des Imperiums USA. Ich denke, viele von Ihnen, genau wie ich, sind Sympathisanten dieses wunderbaren Landes. Aber was hat sich in den letzten 4 Jahren verändert? Wer ist schuld daran? Ist es wirklich Donald Trump oder hat Donald Trump einfach nur eine marode Wirtschaft übernommen und schafft es hier vielleicht nicht, das Ruder rumzureißen? Heute sprechen wir über das Vertrauen der Bürger, das immer mehr sinkt. Wir sprechen vor allem darüber, wie der Machtwechsel aussieht. Wir sprechen darüber, welche neue Weltmacht sich an die Nummer 1 drängt und vor allem, wie es dann in den USA weitergeht. Wir möchten heute darüber sprechen, warum Good Old America nicht mehr dieses wunderbare Land ist, wie es vor wenigen Jahren war. Und wir möchten vor allem darüber reden, welche wirtschaftlichen Folgen es für den Goldpreis bzw. die Edelmetalle mit sich bringt, wenn wir in den USA bürgerkriegsähnliche Zustände sehen würden, liebe Zuschauer. Ich bin sehr betroffen, weil ich die USA wirklich als Land liebe und ich habe auch sehr viele Freunde in den USA. Ich bin oft in engem Kontakt mit den Amerikanern und habe auch viele Menschen, die mir immer wieder berichten, wie die politische Lage in den USA ist. Und oftmals spiegelt sich in den Medien ein ganz anderes Bild wider als das, was wir in unseren deutschen Medien sehen. Die amerikanischen Medien sind viel mehr im Krieg mit Donald Trump, als es die deutschen Medien sind. Und Donald Trump ist ja der Präsident. Es gibt ja einige Videos, wo er sogar die Medien beleidigt und wo er wirklich auch auf den Medien rumhakt. Man sieht, Donald Trump ist also nicht gemocht von den Medien. Er hat es selbst erzwungen, mit seiner Twitter-Manie sozusagen die Nachrichten über Twitter rauszugeben, die er regelmäßig verteilt. Hat er auch den Medien ein Stück weit die erste Hand weggenommen. Die Medien lieben es ja, wenn sie als Erste die Informationen verbreiten können und somit auch es schaffen, den meisten Traffic zu gewinnen und damit auch sozusagen an Zuwachs zu gewinnen. Donald Trump hat gesagt, nein, es ist Schluss damit. Er hat gesagt, ich bin derjenige, der dirigiert, ich bin derjenige, der angibt, wann was verteilt wird und somit ist Twitter sein Kanal. Und besonders spannend finde ich eben, dass er immer wieder versucht, entgegen der Medien die Realität etwas ins rechte Licht zu rücken. Bin kein Gegner von Donald Trump, verstehen Sie das bitte nicht falsch, aber auf der ganzen Welt ist es aktuell so, dass viele Anleger kurz vor der Wahl aufgeregt sind. Am 3. November ist es also soweit, entweder Donald Trump wird weitere 4 Jahre am Ruder sitzen oder es wird sich massiv etwas verändern. Joe Biden, der ja in Deutschland von den Medien stark gehypt wird, hat in meinen Augen sehr geringe Chancen, was die Wahl bzw. die Neuwahl des Präsidenten betrifft. 328 Millionen Amerikaner entscheiden also jetzt, wer ihr neuer Präsident wird, sofern es auch hier, Donald Trump spricht es ganz oft an, keine Wahlmanipulationen gibt. Und hier sind wir schon an dem Punkt, die USA, heute auch Trumpland genannt, bekommt ein neues Gesicht aufgedrückt. Viele Menschen vertrauen ihrem Präsidenten, wenn er auch immer wieder widersprüchliche Aussagen in den Raum wirft. Einmal ist er Corona-Leugner, auf der anderen Seite hat er dann Corona und kurz danach gibt es Medikamente und keinen Impfstoff. Also es ist jemand, der persönlich spaltet, der die Menschheit spaltet und ein Land, das immer mehr verarmt, das aber von einem Präsidenten regiert wird, der ein Präsident fürs Volk sein möchte, wirft natürlich viele Fragen auf. Aber es gibt einen heimlichen Gewinner im Hintergrund. Und dieser heimliche Gewinner, liebe Zuschauer, der ist China. China ist mittlerweile auf Überholspur, nicht nur die letzten 10 Jahre, sondern besonders jetzt. Jetzt, wo ganze Wirtschaften lahm liegen, legen die Chinesen den Turbo ein und ziehen an der Welt vorbei. Wir sind jetzt schon, auch aus europäischer Sicht, viele Jahre an der Wirtschaftsleistung oder hinter der Wirtschaftsleistung der Chinesen. Aber wir werden es, und das ist meine feste Überzeugung, nicht mehr schaffen, diesen Weltmachtwechsel aufzuhalten. Ob das natürlich gewünscht ist, ist immer Blickwinkel, wo man sich auf der Welt befindet und in welchem Lager man sich befindet. Aber die amerikanische Weltmacht oder die Weltordnung wird sich massiv verändern. Die Chinesen werden in Zukunft den Ton angeben. Und ja, es hat funktioniert. Erstmals schafft es eine kommunistische Diktatur und keine freie Marktwirtschaft oder keine freie Volkswirtschaft, die Weltmacht zu erlangen, wohingegen ja oft die Theorien von den Wirtschaftsgrößen bzw. von vielen Wirtschaftspsychologen in den letzten Jahrhunderten immer wieder lautet, eine freie Volkswirtschaft, eine freie Marktwirtschaft ist der einzige Weg zu Ruhm und Reichtum. Man sieht, die Chinesen beweisen, es kann auch anders funktionieren. Die chinesische Großmacht, liebe Zuschauer, hat es meiner Meinung, unserer Meinung also geschafft, die Amerikaner Stück für Stück abzulösen und spätestens in den nächsten 4 Jahren werden wir das auch sehen, dass sich hier immer mehr globale Machtverhältnisse, Machtstrukturen verändern. In Afrika kaufen große chinesische Investoren schon seit langen Jahren viel, viel Land auf. Also man spricht schon davon, dass Afrika im Besitz Chinas ist. Man wird es auch in Europa sehen. Und man merkt es auch jetzt schon im Immobiliensegment, immer mehr chinesische Investoren spielen an unseren Märkten mit. Und wir müssen auf jeden Fall
Acht geben, liebe Zuschauer. Und zwar gilt es nicht nur für China, sondern auch für die USA, dass wir unsere Macht, unsere Wirtschaftsleistung uns nicht durch diesen Machtnehmen wechseln lassen und dass wir uns nicht in ähnliche kommunistische Verhältnisse bewegen. Wir haben ja einige Videos darüber gemacht, dass unsere Freiheit in Gefahr ist. Unsere europäische Freiheit, unsere deutsche Freiheit. Man spricht heute nicht mehr national, sondern auf europäischer Ebene. Und genau hier ist die Gefahr. Wir sehen immer mehr Verhältnisse zur ehemaligen DDR und wir sehen immer mehr Kontrollverhältnisse. Vorgeschoben ist hier immer die Pandemie. Liebe Zuschauer, China wird nun durch die neu erreichte Seidenstraße zum Global Player. Europa über Russland bis nach China wachsen immer enger zusammen. Diese geografische Verbindung sorgt natürlich auch für mehr Absatz Chinas, nämlich Europa. Und Europa ist ein gigantischer Markt, der durch China ja schon sehr stark von seinen Produkten beliefert wird. Man hat es in der Pandemie gesehen, wie abhängig wir von den chinesischen Produkten sind, wie viele Unternehmen nicht mehr in der Lage waren, ihre Produkte zu fertigen, weil eben kleine Teile oder vielleicht auch große Teile davon aus Asien stammen. Und in Amerika, und dort sieht man es eben, spitzt sich der sogenannte Supercrash, der Alles-Crash, langsam aufs Höhepunktniveau, und zwar die Inflation. Wir gehen stark davon aus, dass aufgrund der großen Konjunkturpakete während der Pandemie die Inflation nicht so stark zu spüren ist, wie in dem Moment, wenn die Wirtschaft wieder normal beginnt zu arbeiten, wenn man, so wie es ja unsere Regierungen, unsere Weltregierungen verleuten lassen, einen Impfstoff findet. Wird stark davon ausgegangen, dass sobald große Teile der Bevölkerung durchgeimpft sind, ob man jetzt dafür ist oder nicht, dass eben die Wirtschaft wieder normal zu laufen beginnt. Und sollte das der Fall sein, sollte sich die Wirtschaft wieder normalisieren, dann werden wir diese Konjunkturpakete in Form von großen galoppierenden Inflationen oder sogar von Hyperinflationen spüren, liebe Zuschauer. Und was hat es jetzt für Auswirkungen auf den Goldpreis, wenn es in den USA bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, wenn ein Weltmachtwechsel anhand der Imperialmächte passiert? Ja, wir werden ganz klar sehen, dass diese Unsicherheiten immer mehr Anleger, auch aufgrund der großen Inflation und des Kaufkraftverlustes ihres Geldes, und zwar global gesehen, Menschen in den Gold und in den Silbermarkt stürmen lassen. Wir werden, und davon gehen wir auch stark aus, in den nächsten Jahren, beziehungsweise vielleicht sogar schon im Jahr 2021, Goldpreise in Richtung 3000 US-Dollar sind. So unsere Prognose, wobei dazu wird es noch ein eigenes Video geben zum Jahresbeginn 2021, beziehungsweise Ende des Jahres 2020. Eines hat sich bei den US-Wahlen zumindest immer gezeigt, und zwar geschichtlich gesehen ist der Goldpreis bei den Wahlen immer durch die Decke gegangen, weil Unsicherheiten Menschen in Rohstoffmärkte führen, liebe Zuschauer. Also gehen wir auch stark davon aus, wenn Donald Trump weitere 4 Jahre bekommt, dass der Goldpreis massiv steigt, aber auch wenn Joe Biden gewählt wird, dass der Goldpreis weiter steigt. Denn wer soll diese riesig gedruckten Geldmengen dann rückgängig machen? Nun ist es nun mal so, dass diese großen Geldmengen im Umlauf sind, dass wir auf eine Inflation oder sogar eine Hyperinflation zusteuern. Und das wird auch kein Joe Biden verhindern können. Deswegen Gold, Silber, Platin, aber auch Palladium wird in den nächsten Jahren eine der Anlageklassen, die größten Profite mit sich bringen. Wir sind kein Freund von spekulativen Anlegern, aber wenn es darum geht, seine Kaufkraft zu erhalten, sollte jeder ein bisschen Gold und Silber im Portfolio haben. Liebe Zuschauer, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Tun Sie mir einen Gefallen. Wir reden über sehr kritische Themen. Sie stellen es fest. Gehen Sie auch auf Telegram, wir werden es hier unter dem Video verlinken, und geben Sie uns dort Ihr Abonnement. Falls wir auf YouTube irgendwann gesperrt werden sollten, dann werden Sie wenigstens auf Telegram alternative Kommunikationswege zu uns finden. Außerdem verteilen wir auf Telegram spannenden Content, den Sie so auf YouTube nicht finden, auch exklusive Videos und Informationen. Deswegen abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal, schauen Sie auch auf Telegram vorbei, teilen Sie gerne das Video und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Tschüss.